Die Hose ist jetzt getrocknet und ich muss sagen, die sieht schon mal sehr, sehr geil aus. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Und zwar werden wir heute was ganz Verrücktes machen. Ich werde meine Malerhose hier, die ich anhab, besprühen mit Lack und dann gucken wir mal, wie das Ergebnis einfach mal aussieht. Denn wegschmeißen kann ich die jederzeit. So, hier sind wir auf der Terrasse und hier habe ich schon mal meine alte Hose. Ich habe alle Reißverschlüsse zugemacht und auch den Knopf oben zu. Dann habe ich hier ein altes Zinkspray, ist das. Da ist auch nicht mehr viel drin. Dann habe ich ein ganz normales Weiß. Das sind alles nur Alkütterzlacke aus der Dose. Dann habe ich hier ein Blau. Dann habe ich hier ein Rot. Und dann habe ich noch ein Floor Spray. Das ist Leuchtfarbe. So, ich habe hier noch ein altes Weinregal, wo ich dann die Hose drauflege, um besser sprühen zu können. Und ja, höre ich mal auf mit erzählen und fangen wir mal an. So, ist schon mal von vorne erledigt, zeige es euch gleich, aber ich muss sagen, das sieht extrem geil aus. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich blau, rot, ein bisschen das Zinkspray als Hintergrundfarbe so nehme und das Weiß und das Gelb, das sieht jetzt als Farbspritzer aus, also irgendwie schon so ein bisschen einfach Gedanken freien Lauf lassen, Freunde. Ich mache jetzt die gesamte Hose und am Ende zeige ich euch das Endresultat, Freunde. So, die Hose lassen wir jetzt trocknen und danach, nach dem Trocknen, sehen wir uns wieder, Freunde. Die Hose ist jetzt getrocknet und ich muss sagen, die sieht schon mal sehr, sehr geil aus. So, Freunde, ich habe die Hose jetzt an. Es sieht geil aus, keine Frage, aber die Hose ist natürlich sehr rau durch den Lack. Wie es nach dem Waschen ist, kann ich ja später sagen. Spaßfaktor war da. Jetzt ist sie bunt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde. Danke, dass ihr den Spaß mit mir mitgemacht habt.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ansonsten bei Videovorschlägen oder bei Fragen, schreibt es in die Kommentare. Das war's, euer Patrick, bis zum nächsten Mal. Ciao.